Ja, moin, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Novum, der Bio-Käseladen. Es ist August und das bedeutet, dass ich wieder ein paar neue Angebotskäse für euch habe, die ich euch jetzt gerne vorstellen würde. Und wir fangen auch direkt mit dem ersten an. Das ist der Tiroler Felsenkaiser, ein wundervoller Bergkäse aus Österreich. Und das Schöne am Felsenkaiser ist, dass er ungefähr 15 Monate in einer Kalkhöhle gereift wird und dadurch bekommt er sein besonderes Aroma. Es ist ein wundervoller Bergkäse, einfach pur, lässt sich aber auch super weiterverarbeiten, weil er noch nicht ganz so hart ist. Das heißt, er eignet sich super für Käsespätzle oder zum Überbacken, aber eben auch pur aufs Brot, ein Traum. Kommt vorbei und probiert den. Und der nächste, ich freue mich immer so sehr, wenn wir den im Sortiment haben wieder. Das ist der Heudammer Pesto Gouda. Schaut euch den mal an, ist der nicht geil? Das ist ein richtig schöner junger Holland Gouda mit grünem Pesto, also Pesto alla Genovese quasi. Und das Schöne an dem hier ist, man kann es hoffentlich erkennen, aber der hat noch so ein bisschen Crunch mit drin, denn da sind geröstete Pinienkerne mit drin. Und dadurch kriegt er noch so eine schöne, nussige Note und man hat noch so ein bisschen Biss. Und gleichzeitig ist er trotzdem super zart schmelzend, weil es halt auf Basis eines jungen Goudas ist. Den müsst ihr probieren, unbedingt. Und der letzte Käse im Bunde. Wir erinnern uns, Novum teilt Jubiläumskäse. Das bedeutet, wir haben jeden Monat einen neuen Jubiläumskäse für euch, anlässlich unseres Jubiläums von 25 Jahren Novum. Und 25% aus dem Verkauf des Jubiläumskäses werden am Ende des Jahres an eine gemeinnützige Organisation gespendet, bei der ihr auch mit abstimmen dürft, an welche wir spenden. Und um nicht länger zu warten, der Jubiläumskäse für August ist der Midsommerkäse von der Käserei Thiese. Auch ein ganz, ganz wundervoller, mittelkräftiger Schnittkäse. Der hier hat jetzt schon so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man es erkennt, aber der hat leichte Reifekristalle, ist circa 6 bis 8 Monate gereift. Und der hat auch schon ganz beliebte und berühmte Geschwister bei uns im Sortiment, nämlich den Leuchtturmkäse, der Nordseekäse und der Vollmondkäse. Die sind sehr beliebt hier und der Midsommerkäse steht denen in nichts nach. Das Besondere an dem hier ist, der wird immer nur einmal im Jahr zur Sommersonnenwende hergestellt in Dänemark, in der Käserei Thiese. Und deswegen gibt es den nicht das ganze Jahr über. Und deswegen freuen wir uns immer, wenn wir ihn dann mal wieder im Sortiment haben. Und deswegen ist er diesen Monat auch unser Jubiläumskäse geworden. Also kommt vorbei oder schaut bei uns im Shop vorbei unter novum.bio. Holt euch ein großes Stück Midsommerkäse und tut dabei noch etwas Gutes. Tja, und in diesem Sinne verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal und frohes Käseprobieren. Macht's gut!